Warum? Oh Mist. Verdammte Scheiße! Ist es weg? Es ist weg. Oh ja. Siehst du das? So macht man das. Ja! Geschieht dir recht, du Mistvieh! Was finden wir von hier? Gut, Sie kennen den Plan. Meine Jungs schicken ein Boot. Wir geben ihnen den Behälter, werden bezahlt und gehen nach Hause. Wir können nicht zum Treffpunkt gehen. Nicht mit all diesen Monstros in der Gegend. Genau, wir nehmen das Auto. Bringen Sie das Auto her. Ich bleibe hier und gebe Ihnen Deckung. Wer hat jetzt Angst, hä? Die Stelle hier ist perfekt. Beide Seiten im Blick. Schussfeld. Tot. Hey, hey. Alles klar? Verdammt! Sie haben mich fast umgebracht! Sie hätten besser aufpassen sollen. Kein Licht mehr. Das Licht ist aus. Ich kann nichts sehen, verdammt. Wir sitzen fest und ich sehe nichts. Ich brauche Licht. Sich konzentrieren. Ich sehe nichts. Was war das? Miles, haben Sie das gehört? Sie drehen durch. Was, ein Dinosaurier? Miles. Oh Gott. Miles. Oh, okay. Nein. Was? Was? Ich habe einen Plan. Plan? Was für ein Plan? Sagen Sie doch was. Miles, geben Sie mir die Waffe. Meine Waffe? Sehr, sehr witzig. Ihnen meine Waffe geben. Wir müssen nur das Auto starten und hier wegfahren. Den Wagen starten? Ja, okay. Ich kann nicht. Er springt nicht an. Was jetzt? Reparieren Sie das. Ich weiß einen Scheiß über Autos. Dafür habe ich jemand anders. Versuchen Sie es nochmal. Vielleicht startet er. Ich habe es schon versucht. Er springt nicht an. Ich repariere das. Wir reparieren das Auto im Dunkeln? Ja, genau. Hier ist ein loses Batteriekabel. Was soll das heißen? Wo ist die Batterie? Ganz cool. Ich glaube, Sie sollten sich beeilen. Ja, ja, Beeilung. Das ist es. Ich mache es fest. Na also. Gracias a Dios. Was? Oh Gott. Es sind einfach zu viele. Was schlagen Sie vor? Also gut, warten Sie auf mein Zeichen und dann rennen Sie zum Wagen. Wenn wir zum Auto rennen, treffen wir auf die Dinosaurier. Ja, Sie haben recht. Wir müssen sie weglocken, sie ablenken. Sie ablenken? Okay, ja, bin dabei.
Jungs, Abendessen! Hijo de perra! Man kann sterben, okay. Fortfahren. Scheiße. Gibt's doch nicht. Was haben wir? Ich schaffe das. Kupplung. Andale, por favor, arranca. Vamos. Autofahren, hä? Weg ist von irgendein großes böses Schäfchen. Ich Und wir sind offiziell zu spät. Ich war fertig, wie du gesagt hast. Ich konnte nur meinen CD-Player nicht finden. Alles in Ordnung, Liebling. Sie fahren nicht ohne uns. Uns? Du kommst mit nach Dallas? Oh, nur mit aufs Festland. Ich muss nach dem Sturm wieder zurück. Ich fahre dich zum Flughafen. Cool. Komisch. Die Lichter am Zaun sind aus. Ist das was Schlechtes? Sicher ist alles in Ordnung. Die müssen wohl ausgetauscht werden. Sicherheitssysteme. Personal. DJs hier draußen sind nicht so toll, oder? Mhm. Orten nicht möglich. Ich
Tja, mit dem klaren Himmel hatte ich mich wohl etwas verschätzt. Hoffentlich haben sie Kotztüten an Bord. Hör zu, Jess. Ich habe so viel gearbeitet. Wir hatten kaum Zeit zu reden. Oh-oh. Jess, deine Mom hat mir von dem Ladendiebstahl erzählt. Das war nur Spaß. Ich habe nichts Wertvolles genommen. Was hat sie gesagt? Sie macht sich Sorgen um dich, Schatz. Ich weiß, sie übertreibt gerne, aber es war ein Schock für sie. Und ich war auch etwas besorgt. Ich weiß, ich bin eine Niete. Liebling, nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich will nur, ich möchte, dass du versprichst. Verdammt! Oh mein Gott, ist sie tot? Nein, sie lebt. Sie atmet. Hallo, hören Sie mich? Seltsam. Es ist wie eine Art... Oros. Sie braucht medizinische Versorgung. Wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Wer ist das? Kennst du sie? Ich kann mich nicht an sie erinnern, aber das ist egal. Hast du das ernst, dass du den Wagen fahren kannst? Oh ja, das kann ich. Mom weiß es nicht, aber... Schon okay. Setz dich einfach ans Steuer. Und mach mir keine Angst. Okay. In Ordnung. Komm, Schatz, wir bringen sie heraus. Fahren wir. Ich habe sie nicht angefahren, oder? Nein, wir waren das nicht. Hier ist irgendwas anderes passiert. Ich hoffe, ihre Vitalfunktion. Bleib ruhig und folge den Schildern, okay? Okay, kein Problem. Was ist das? Was? Sieht aus wie eine Bisswunde. Gebissen? Du meinst von einem Dinosaurier? Ich weiß nicht. Die Flecken sind ein Hinweis auf Gift, aber das ist kein Dilophosaurus-Biss. Und keine der anderen Dinosaurier ist giftig. Ich glaube, ich will nicht mehr hier draußen sein. Aber wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Radikaler Herzschlag. Puls ist runter auf 33. Nunca nos podrán sacar de aquí. Mit ihren Augen los? Ich weiß nicht. Es ist wie eine Reaktion auf eine parasitäre Infektion. Vielleicht, keine Ahnung. Toxoplasmose? Aber das erklärt ihre Symptome nicht. Kommen Sie schon. Bleiben Sie bei mir. Sie, ich muss diese Wunde reinigen. Fahr bitte weiter so vorsichtig. Okay. Das könnte jetzt wehtun. Alles in Ordnung. Ganz ruhig. Kommen Sie schon. Ich muss die Wunde reinigen. Weiß sie nicht, dass du ihr helfen willst? Kommen Sie schon. Ich muss die Wunde reinigen. Schon okay. Du solltest etwas langsamer fahren, Schatz. Entschuldigung. Nicht, dass du ihr helfen willst? Hey, hören Sie mir zu. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Nein, hören Sie. Ich bin Arzt. Ich kümmere mich darum. Medico? Sie, Medico. Ich werde Ihre Wunde desinfizieren, okay? Lassen Sie mich Ihnen helfen. Nun, das sollte die Infektion aufhalten. Ich weiß nicht, was Sie da draußen gemacht haben, aber... Ist okay. Sie erleidet einen Schock, aber das kann ich aufhalten. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Es ruft auf die Straße. Hab sie. Wow, die Nadel ist riesig. Achte du nur auf die Straße. Ich sollte sie erstmal stabilisieren, bis wir im Besucherzentrum sind. Okay, ich werde sie bandagieren. Kannst du weiterfahren? Alles okay. Sag Mom, ich bin bereit für die Fahrschule, in Ordnung? Ich glaube, das muss Mom nicht unbedingt wissen.
geht es ihr? Tja, sie ist in Ordnung. Vorerst. Aber das Gift ergibt einfach keinen Sinn. Vielleicht fressen ein paar der Dinosaurier giftige Pflanzen. Jess, warum halten wir an? Sie ist wunderschön. Sie, oder? Okay, wir haben Glück, dass die Kleine allein ist. Ich würde hier draußen ungern das Alpha-Tier antreffen. Lady Margaret versteht keinen Spaß. Wir haben entdeckt, dass die Familiengruppen auch ohne genetische Verwandtschaft entstehen. Junge Triceratops gehören zur Familie, Dad, sobald... Du ruinierst den Moment. Tut mir leid. Die hier heißt Bakita. Was macht sie hier draußen? Ich muss das Vieh unbedingt in sein Gehege zurückbringen. Einen Moment, warte hier. Ja? Das ist so cool. Ruhig, Mädchen. Musa, Kali, Musa, hm? Schmeckt dir das etwa? So. Ja, das Spiel dürfte recht interessant werden, nehme ich an. Ist ein, ja, wie schon vorausgesagt, mehr ein interaktiver Film als ein Spiel. So wie Heavy Rain. Wenn ihr mehr von Jurassic Park sehen wollt, ich nehme an, das wird schon mehr als ein Let's Play sehen, dann schreibt einfach da unter. Falls ihr lieber Browser dann abends bis zu Ende oder lieber weitersehen wollt, dann schreibt das bitte da unter. Also, bis dann, euer Game World. Ciao, ciao.